Ich habe auch so eine Fragebogen, habe ich den am Anfang der Saison, gebe ich den Spielern immer so 40 Fragen und dann kann ich rauslesen, ist er ein introvertierter, extrovertierter Typ, ist er jemand, der logisch denkt, ist er strukturiert oder ist er ein bisschen Chaosdenken, ist ein Träumer. Und entsprechend, wenn ich das so lese, erlese und dann auch ihn beobachte und dann weiß ich, was für ein Typ das ist. Und dann spreche ich entsprechend auch darauf an. Und selbst mit Sternzeichen arbeite ich, wenn ich, ja, das ist kurios, aber ist so, wenn ich weiß, es ist eine Jungfrau, dann muss ich mit Zahlen kommen, mit Zahlen, Daten, Fakten, dann reagiert er sofort. Dann weiß er, was ich will. Und wenn ich einen Fisch vor mir habe, dann muss ich mit ihm ein bisschen träumen und so. Also nicht so erstens, zweitens, drittens und ihn auch nicht angreifen in der Richtung. Also so ein Blumenstrauß von verschiedenen Möglichkeiten, um den Menschen kennenzulernen. Und es garantiert aber noch nicht, dass ich seinen Kanal finde.